Fakten schaffen, Z650 gedrosselt und entdrosselt, GPS gemessen, Z900 drosseln und entdrosseln, ebenfalls GPS gemessen. Wie funktioniert eigentlich das Drosseln? Das und mehr in diesem Video. Los geht's! Ehrlich gesagt wird im Internet viel philosophiert und viele Mythen zum Thema Drosseln und Entdrosseln. Wie viel Leistung kostet das wirklich? Was ist wirklich das Ergebnis, wenn du ein 95 PS Motorrad auf 35 kW drosselst oder eben die Z650 schlicht und ergreifend auf die 35 kW herunterdrosselst? Wir haben nun endlich herausgefunden, wie es funktioniert mit dem GPS-Messgerät, aber zuerst mal die wichtigsten Grundlagen zum Thema Drosseln. Punkt Nummer 1. Heutzutage funktioniert das schlicht und ergreifend über einen Diagnosestecker. Keine Plättchen werden mehr in Mopeds reingesteckt, Drosseln müssen nicht mehr gequält im Motorrad arbeiten, sondern können als Vogel weiter herumfliegen. Denn Drosseln sind Vögel und Vögel gehören nicht in Motorräder, das ist nämlich Tierquälerei. Der Diagnosestecker, hier wird das Diagnosegerät angesteckt, das geht dann in den Computer und der Computer ladet dann die Software in euer Motorrad hinein und euer Motorrad wird dann gedrosselt auf 35 kW oder entdrosselt auf die maximale Leistung, die das Motorrad haben darf. Wichtig, maximal 95 PS sind erlaubt, die gedrosselt werden dürfen. Also drüber geht das leider nicht mehr. In Deutschland gab es mal eine Zeit, wo das möglich war, das ist aber nun schon länger vorbei. Auch wichtig, Z900 hat ja im Regelfall 125 PS. Das ist viel zu viel und wir dürfen es nicht drosseln. Dementsprechend gibt es eine zweite Version, die eben nur 95 PS hat. Und diese 95 PSige Version, die kannst du dann drosseln. Da musst du besonders aufpassen, wenn du am Gebrauchtmarkt suchst nach einer Z900. Die muss nämlich maximal 95 PS haben und dann kannst du sie drosseln. Wenn du eine 125 PS Z900 kaufst, kannst du diese leider nicht drosseln. Das findest du aber ganz einfach heraus. Und das Drosseln läuft auch relativ easy ab. Kaufst du eine neue Kawasaki, wird dein Händler das Motorrad ausliefern, so wie du das haben möchtest. 35 kW Version oder offene Version. Wobei, in den meisten Fällen wird es gedrosselt sein. Logischerweise, sonst kaufe ich keine gedrosselte Maschine. Wichtig, Kostenpunkt fürs Entdrosseln oder Drosseln sind ca. 250 Euro. Das kommt so ein bisschen auf den Mechanikerstundensatz an, den die Motorradwerkstatt in diesem Fall hat. Auch wichtig zu wissen, du musst nicht zur BH, sondern zur Landesprüfstelle fahren. Dort musst du dann die neue Leistung, die dein Motorrad hat, eintragen lassen. Und mit dieser Leistung kannst du dann ganz einfach und ganz legal dein Motorrad fahren. Und ich hätte gesagt, jetzt legen wir aber die Fakten fest. Und als erstes fahren wir die Z650 im offenen Zustand von 50 auf 120. So, Platz genommen auf der Z650. Ich bin einmal gespannt, wir fahren sie jetzt gerade offen, wie das Ergebnis ist. 50, 120, wichtig, wir fahren nicht unter Top-Bedingungen heute. Es ist kalt und wir haben neue Reifen und das Motorrad ist noch nicht eingefahren. Dementsprechend können sich Werte auch verändern, aber trotzdem möchte ich mal sehen, wo landen wir, wenn wir 50, 120 ziehen mit ihr im offenen Zustand. Und danach seht ihr gleich, wie die Welt aussieht im gedrosselten Zustand. Also jeder redet immer vom Spüren und vom Spüren, aber ganz ehrlich, Fakten sind das Einzige, was zählt. Dementsprechend 10 Hertz GPS-Messgerät und das erzählt jetzt wirklich die Realität, wo wir dann landen werden, wenn wir durchziehen. Und da, aufziehen, aufziehen, 10.000. Zack, 4,350 Sekunden im offenen Zustand für die Z650. Z650, 4,35 Sekunden, das ist richtig, richtig schnell in dieser Klasse. Doch die Frage stellt sich, wie viel schneller ist sie gedrosselt? Denn bei der Z650 gibt es einen wichtigen Punkt, den ihr wissen müsst. Das Drehmoment liegt wesentlich früher an. Bereits bei 4700 Umdrehungen liegen die 58 Newtonmeter an, die sie in der 35 kW Version hat. Die offene mit 64 Newtonmeter Drehmoment, die liegen erst bei 6700 Umdrehungen an. Also die Logik würde in unserem Fall sagen fast, das muss ja schneller sein. Und jetzt finden wir heraus, ob schneller ist oder doch nicht. So, die Drossel ist jetzt drinnen. Jetzt haben wir maximal 35 kW, aber das Drehmoment liegt früher an. Dementsprechend schauen wir mal, wie sich die Ergebnisse beeinflussen lassen bei der Z650. Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich gestehen. Wir messen übrigens wirklich immer an der gleichen Stelle jetzt gerade, dass wir wirklich ein repräsentatives Umfrageergebnis haben. Und ich sage euch eins, das haben wir auch dann. Und schub! 10.000 Umdrehungen, wir schalten! Und noch einmal 10.000 Umdrehungen, komm mal, schieb! Zack! 6,43 Sekunden von 50 auf 120.
das ist in einem gedrosselten Zustand bei der Kawasaki Z650 möglich. Überraschung! 2 Sekunden langsamer ist sie in der gedrosselten Version. Und man spürt es nicht beim Fahren. Ich sag's euch, du sitzt hier drauf, du fährst, gedrosselt und entdrosselt und man spürt es schlicht und ergreifend nicht. Quirlig, lustig, Freude strahlt das aus. Trotzdem 6,43 Sekunden. Fakten bleiben halt einfach Fakten. Nun müssen wir noch herausfinden, wie schaut es bei der Z900 offen aus und wie schaut es bei der Z900 gedrosselt aus. Zuerst offen. Auch bei der Z900 muss man ganz klar sagen, nicht Optimalbedingungen, nägelnagelneue Reifen, 300 Meter weit gefahren und auch hier wieder nicht eingefahren. Dementsprechend seid so nicht böse, das geht besser. Wir werden es trotzdem jetzt ganz normal machen und wir müssen es auch ganz normal machen, weil unsere Aufgabe ist natürlich zu testen und herauszufinden, wie viel Unterschied ist wirklich zwischen offen und gedrosselt. Ich persönlich muss ja ehrlich sagen, ich bin da richtig gespannt schon drauf, weil es ja doch ein riesengroßes Thema ist für viele da draußen. So. Neue Reifen, habt ihr es gemerkt? Zweiter Gang. Und doch beschleunigt. Und wir drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen. Zack. 3,4 Sekunden von 50 auf 120. Die Z900 ist schon ein echter Brüller. 3,496 Sekunden von 50 auf 120, wilder Wert. Nun ist es aber so, dass die Z900 doch mehr gedrosselt ist als die Z650, aber das Drehmoment wird auch ordentlich reduziert. Während sie in der offenen Version 91,2 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen hat, hat sie in der gedrosselten Version gerade mal 77 Newtonmeter bereits bei 3300 Umdrehungen. Das ist ein ordentlicher Unterschied. Dementsprechend bin ich gespannt, wenn das hier gedrosselt ist, wie das funktioniert. So, Z900 gedrosselt, das fühlt sich wirklich anders an. Bei der Z650 merkst du kaum die Drossel. Bei der Z900 hätte ich gesagt, spürst du zumindest die Drossel schon mal. Und wir müssen natürlich wieder runter auf unter 50 km/h. So, runter, runter, runter. So, durchbeschleunigen, 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 durchbeschleunigen. 10.000 Umdrehungen und zack, einmal geschaltet und 8,58 Sekunden von 50 auf 120. Also bei der Z900 trotzdem dazu sagen, der Vierzylinder ist halt schon leibender als der Zweizylinder. Das hört sich nicht nur besser an, das fährt sich auch viel lustiger als im Vergleich zu dem Z650 Motor. Holy crap! 5 Sekunden langsamer. Das spürst du dann schon beim Fahren zwischen Gedrossel und Entdrossel. Also an alle Philosophierer da draußen, 5 Sekunden, das spürt man. Z900 gedrosselt wirkt einfach ein bisschen entspannter im direkten Vergleich und wirkt halt einfach ein bisschen mühseliger beim Beschleunigen. Trotzdem muss man sagen, macht der Vierzylinder sehr, sehr viel Spaß. Und ich muss gestehen, Vierzylinder Z900 ist schon eine echte Wucht. Du hast halt auch durch die Wucht einiges mehr Gewicht. Dementsprechend, wenn du als Neueinsteiger dazukommst, dann musst du dir schon mal beim Händler ein bisschen das Motorrad anschauen, ein bisschen greifen, ob das Mehrgewicht dich stört oder nicht. Der Preis ist bei der Z900 dementsprechend auch ein bisschen höher als bei der Z650. Trotzdem, mein Favorit bleibt ehrlich gesagt die Z900, weil im offenen Zustand schiebt das so Mörder an, dass ich ja richtige Freude habe. Wenn du die einzelnen Testvideos zur Z650 sehen möchtest oder Z900, kannst du einfach hier klicken. Ansonsten, um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und fährt euch.